Bist du eigensinnig? Erlaubst du dir eigensinnig zu sein? Oder hat das für dich eher was mit Starrsinnigkeit zu tun? Mit Egoismus? Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Ja, ich möchte heute mal so auf das Thema Eigensinnigkeit eingehen. Bin auf die Idee gekommen, dazu so meine Gedanken mit dir zu teilen, weil ich gestern ein Interview gesehen habe mit der Schauspielerin, die einst Pippi Langstrumpf dargestellt hat. Und Pippi Langstrumpf, das Motto ist ja oder war ja, ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Das ist ja auch ein Spruch, den ich gerne so von mir gebe, dass ich die Aufmerksamkeit gerne auf wunderschöne Dinge richte, die wir jederzeit auch im Außen finden können. Und meine Energie auch darauf richte und weniger auf die Dinge, ja, die im Außen nicht so prickelnd sind oder auch vor allem überhaupt nicht oder kaum auf das Weltgeschehen derzeit. Weil ich mir einfach auch vorstelle, würden wir alle unsere Aufmerksamkeit auf die wunderschönen Dinge richten, die es ja durchaus auch gibt, dann würden diese Dinge Energie bekommen und können größer werden und sich vermehren. Wie allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und ja, das ist so ein bisschen mein Motto. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Und da gehört auch irgendwo so ein bisschen das Thema Eigensinnigkeit dazu. Eigensinnigkeit bedeutet für mich, ich gebe den Dingen in meinem Leben einen eigenen Sinn. Den Handlungen, die ich mache, das überhaupt, was ich mache, ich gebe diesen Dingen meinen eigenen Sinn. Wer sonst, wenn nicht ich selbst, kann meinem Leben einen Sinn geben? Wer sonst, wenn nicht ich selbst, kann es für sinnvoll erachten, jetzt mit Mitte 50 zum Beispiel ja, sowas ganz Banales zu machen, wenn ich beim Aufräumen Legosteine finde, und die Kiste mal zu holen und das kleine Kind in mir nochmal hervorzunehmen und da ja, was zu bauen, was zu basteln mit Legosteinen. Und wenn ich Spaß daran habe, dann erfüllt mich das doch auf eine gewisse Art und Weise und dann hat es für mich auch einen gewissen Sinn, das jetzt zu machen, weil ich mir gute Gefühle dabei verschaffe. Also so gesehen hat das Thema Eigensinn, Eigensinnigkeit ja etwas damit zu tun, welchen Sinn ich den Dingen gebe, die ich mache, und hat nichts mit Starrsinn zu tun. Und unter den Aspekten ist es doch auch förderlich, im gewissen Rahmen eigensinnig zu sein, oder? Und gerade auch bei dem Beispiel, das ich eben so als banales Beispiel gebracht habe, wenn ich beim Aufräumen eine Lego-Kiste finde und fange an, da ja, mal wieder was zu bauen, gilt es natürlich auch ein Stück weit, das kleine Kind nochmal dahingehend anzuschauen und einen Schritt in eine andere Richtung zu machen. Denn als Kind sind wir natürlich auch oftmals bestraft worden von unserem Umfeld, wenn wir eigensinnig waren, weil wir dann so als trotziges Kind hingestellt wurden und man unter Umständen mit uns geschimpft hat. Ist auch mit einem Aspekt, warum wir heute als erwachsener Mensch, als erwachsener Frau, als erwachsener Mann es uns nicht erlauben, auch eigensinnig zu sein, oder warum das auch so ein bisschen negativ ein Stück weit ja, bei uns behaftet ist. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch dazu geneigt, immer nur den Sinn hinter irgendwelchen Dingen zu entdecken, also sinnvolle Dinge zu tun. Wenn wir uns einfach nur hinhocken und machen gar nichts, fragen wir uns gleich, welchen Sinn soll das haben? Aber auch da steckt ja letzten Endes nochmal ein Sinn dahinter, denn wenn ich mich nur hinhocke und mache überhaupt nichts und fühle mich wohl dabei, dann hat das für mich einen gewissen Sinn. Dann hat das den Sinn, zur Ruhe zu kommen, die Konzentration auf mich zu lenken, auf meinen Atem, auf meinen Körper, mich selbst wahrzunehmen, den Augenblick wahrzunehmen. Also steckt da auch nochmal ein Sinn dahinter. Nur vom Verstand her sind wir dazu geneigt zu sagen, das ist sinnlos, das macht keinen Sinn, sich einfach hinzuhocken und nichts zu tun. Der Verstand, der ist da nochmal in eine andere Richtung unterwegs und sagt mir, okay, jetzt geh mal in die Küche und räum mal die Küche auf oder bügel mal die Wäsche, statt hier zu hocken und sinnlos deine Zeit zu vergeuden.
Die Frage ist aber, wie sehr vergeuden wir unsere Zeit mit vermeintlichen Dingen, denen wir tagsüber nachgehen, wo wir glauben, da steckt ein Sinn dahinter oder dem einen gewissen Sinn beimessen und es ist gar nicht von Sinn für uns erfüllt, weil wir nicht die Dinge machen, die unserem Herzen entsprechen. Da stellt sich wieder die Frage, wie sinnvoll ist das? Denn ich selbst bin doch diejenige, die vom ersten bis zum letzten Atemzug mit mir zusammen ist. Und deshalb kann ich doch auch selbst nur meinem Leben den Sinn geben, den ich von meinem Herzen her finde. Und dann kann ich doch auch andere Menschen, mein Umfeld, mein Partner, meine Kinder, die Familie, überhaupt die Kunden, egal wer, die Nachbarschaft, mit den Menschen, mit denen ich einfach Kontakt habe, die mir am Herzen liegen, anstecken und vormachen zu einem wirklich von Herzen sinnerfüllten Leben zu finden. Und eine Übung, die möchte ich dir heute auch noch mit auf den Weg geben, die dabei helfen kann, mal aus so Routinetätigkeiten herauszukommen, um mal ja, so diese Dinge mal ein bisschen anders wahrzunehmen und vielleicht auch mal bewusster zu machen, also ein bisschen achtsamer zu werden. Und zwar sind das die Dinge, die wir so gewohnheitsmäßig jeden Tag tun, wie zum Beispiel Zähne putzen oder den Schmuck tragen, die Uhr links, Armband rechts. Das kann man zum Beispiel mal tauschen. Also wenn du links deine Uhr trägst, dann tragst du doch mal auf der rechten Seite. Wenn du rechts ein Armband trägst, tragst du mal auf der linken Seite. Wenn du deine Zähne putzt mit der rechten Hand, schau doch mal, ob du mit der linken Hand deine Zähne putzt. Oder schau mal, ob du die Position im Bett, wenn du einen Partner hast, der eine liegt links, der andere liegt rechts, ob ihr vielleicht mal die Positionen tauscht und nochmal da schaut, wie fühlt sich das denn an? Oder wenn du montags immer deinen Tag hast, wo du, was weiß ich, Haus sauber machst, das ist wahrscheinlich eher so der Samstag, bei mir war das immer so das Wochenende, wo Hausputz gemacht werden musste, dann verleg das mal auf einen anderen Tag und fühl da mal hinein. Wie fühlt sich das denn an? Geh mal aus diesen Routinetätigkeiten raus. Wenn du montags vielleicht immer die Wäsche wäschst, also montags ist immer Waschtag, Waschmaschine muss laufen, mach das auch mal am anderen Tag. Oder verleg mal deine Einkaufstage oder auch deine Einkaufsgewohnheiten vielleicht auf andere Tage. Probier es einfach mal aus und schau mal, wie du da achtsamer in deinem Leben, in deine Tage hineingehen kannst, dein Leben achtsamer, bewusster erleben kannst und in der Richtung auch mal in andere Gewohnheiten deinen eigenen Sinn ganz nach Pippi Langstrumpf, erschaff auch wieder deine Welt so, wie sie dir gefällt, ja, den Sinn eben hineingehen kannst. Ja, das waren meine Gedanken heute zum Thema Eigensinn, Eigensinnigkeit. Ich hoffe, ich konnte da so ein paar andere Aspekte jetzt mal reinbringen, ins Licht, ins Dunkel bringen, in die Eigensinnigkeit. Und ja, danke dir für dein Dabeisein, für deine Zeit, die du dir genommen hast, um das Video hier anzuschauen. Ich wünsche dir noch einen eigensinnigen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Jonka.